Und damit starten wir in die Partie. Tilson Bango gewinnt den Tip-Off, aber Jonas Matisek sichert seinen. Können die Braunschweiger ihren ersten Angriff effektiver gestalten. Ja, das ist eine gute Option von Nico Tischler auf Tilson Bango. Zunächst mal hinsetzen, denn der erste Korb des Abends ist gefallen. Oh, und Bango am defensiven Brett auch direkt zur Stelle. Das haben wir im Blick. Erstmal ist es aber Nico Tischler mit einem schwierigen Finish. Bango hat den Offensiv-Rebound und lässt es krachen. Tilson Bango. Nico Tischler mit dem Foul. Hier nochmal Bango. Der ist sehr, sehr beweglich, so schnell. Darf man gespannt sein, wohin die Reise geht für Tilson Bango langfristig. Hat viel Potenzial. Und Tim Schneider, der ruft in den letzten Wochen sein Potenzial ab und zeigt auch, dass er heute. Jeder, der Basketball spielt, kennt das. Man sieht den Korb, man läuft alleine drauf. Rebound ist bei Brown. Verliert den Ball, aber postwenden. Nächster Steal. Und jetzt sagt Nico Tischler Dankeschön. Ja. Den wollte er danken. In den ersten Minuten viel oben, natürlich über ihre großen Jungs, um dann den rollenden Center oder Vierer zu finden. Klappt aber wieder nicht. Nächster Ballverlust. Tischler zum Korb. Bango im Nachpassen. Auch der geht irgendwie rein. Legt nochmal ab auf Janni Wetzel. Auch der rollt raus. Bango sichert ihn. Und Braunschweig drückt schon wieder auf die Tube. Jetzt klappt es mit dem Dank bei Nico Tischler. Legt die Braunschweiger hier aktuell aufs Parkett. Hier nochmal gut verteidigt von Bango, der dann auch den Rebound sichert und den Schnellangriff so einleitet. Dann geht das zu schnell für die Berliner. Erstmal gute Hände von Tim Schneider. Chance für die Berliner, weiter zu verkürzen. Matt Thomas, schwierig. Aber den kann ein Spieler wie Matt Thomas natürlich, der. Oh, das drückt Baranjay aufs Tempo. Kick-out, kriegt den Ball zurück. Das ist super gespielt. Ja, ob Matt Thomas noch eine Antwort parat hat. Oh, der ist sehr früh, dieser Dreier. Und das gibt nochmal die Möglichkeit für Braunschweig zu scoren. Brandon Tischler. Und auch der Pass. Was ist das für ein erstes Viertel? Der Basketball-Löwen Braunschweig mit seinem zu frühen Dreier. Wir schauen nochmal hin, Aydinoglu und Tischler. Das ist exzellente. So, und schon geht's wieder zum Korb. Hardwari. So, jetzt eine Antwort auf Berliner Seite. Ja, die ist da und das könnte zur Auszeit auf Braunschweiger Seite führen. So ist es. So, soll wieder über Janni Wetzel gehen. Da ist der Ball. Gut durchgesteckt. Auf Justin Bean. Das war hervorragend gespielt. Friendly Roll, wie man so schön sagt. Und hier das schöne Anspiel. Erst auf Wetzel, der lässt Bango fliegen und dann hat. Hätte da gerne den Switch auf Tilson Bango gehabt. Jetzt mal Pick and Roll. Direkt mal erfolgreich mit Knežimir Nikic gespielt. Tilson Bango für so gut haltet, dass sie sagt, der verdient meine Stimme zum MVP des Monats. Oh, und jetzt finisht er hier auch noch auf der Gegenseite mit dem End One. Also ich werfe euch den Namen Bango einfach mal hin. Ihr wollt natürlich zum MVP des Monats wählen. Schöne Aktion, Schnellangriff. Aber die Berliner nehmen Tempo raus. Wieder gibt der Ball zu Nikic. Und diesmal gut verzögert. Mit den Punkten 14, 15 und 16. Und Sterling Brown mit der postwendenden Antwort. Jetzt kommt doch hier mal ein bisschen Leben in die Bude. Rory, Pick and Roll. Und jetzt kracht. So ist es. Amar Sylla. Pick and Roll to Perfection. War jetzt gerade so ein bisschen Durststrecke. Jetzt Hermansson. Brown aus der Ecke. Nein, aber Schneider, ganz offener Rebound. Und der Dank auf der Gegenseite für Tim Schneider. Da ein bisschen Platz zu schaffen für Sterling Brown beim Einwurf. So, Brown jetzt mal zum Korb. Nochmal abgelegt auf Wetzel. Den Hookshot, den hat Janni Wetzel natürlich. So, Delo zum Korb gegen Jai. Sylla kommt zur Hilfe, Ball bleibt bei Delo und Sylla sagt, get that weak stuff out of here. Chance 2 for 1 zu gehen, Matt Thomas. Der sieht das, Pick and Roll mit Wetzel und den legt er jetzt rein, Janni Wetzel. So, jetzt muss der Ball da aus der Ecke raus für Crockett, das ist sonst eine schwierige Position, aber der will es jetzt wissen gegen Brown und der Pass für TJ Crockett. Ah, wartet auf Thomas.
Matisek aus der Ecke für drei. Jonas Matisek jetzt für drei erfolgreich. Wichtig für die Berliner. Holt sich Brown, Wetzel für den Pick. Der slippt wieder durch an die Wetzel und hat diesen einen Schritt Vorsprung vor Gilson Bango. Das reicht dann auch. Zu forciert der Check. Ja, und Berlin drückt wieder aufs Tempo. Thomas für drei. Jetzt mal Matt Thomas, der erste erfolgreiche Dreier. Auch Matt Thomas, der die Faust ballt und weiß, wir sind da. Und hier Matt Thomas. Für alle anderen ist das ein schwerer Wurf. Für Matt Thomas ist dann haben wir hier ein Ballgame, Ladies and Gentlemen. Matisek für drei. Japp, der passt. Und es sind nur noch fünf. Berlin schießt sich zurück in diese Partie. Wahnsinn. Berlin ist dran und lebt. Hier nochmal der Dreier von Matisek. Sofern ich da jetzt nichts übersehen habe, ja, finde ich das nicht den richtigen Pfiff. Jetzt Brown schubst da quasi TJ Crockett weg. Der angezeigt bekommt Flopping. Aufpassen, sonst gibt es einen Tee. Durch das Finish von Brown sind es nur noch vier. Wir gucken da mal genau hin. Natürlich war da jetzt viel Armeinsatz. Und 89 zu 87 für Würzburg ausgegangen. Wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, während Gilson Bango endlich mal, will man sagen, wieder für Punkte unter Korb sorgt bei Braunschweig. Hier nochmal. Erst der angetäuschte Block von Peterka, dann, wenn es wirklich drauf ankommt. So, jetzt Thomas. Den nimmt er aus vollem Lauf. Matt Thomas für drei. Super schwieriger Wurf, das weiß jeder, der das mal versucht hat. So, Rory zum Korb. And one, Ahmad Rory. Die Berliner fallen defensiv in dieser wichtigen Phase auseinander. Elo, der da überspielt wird, dann 28 Sekunden vor Schluss. Auch wenn Malte Delo hier jetzt nochmal zu einfachen Punkten kommt, das dürfte es gewesen sein. Die Basketball-Löwen Braunschweig setzen mit Gilson Bango nochmal den Exclamation Point und beenden die Siegesserie. Einen super wichtigen Bounce-Back-Sieg ein, nachdem sie gegen Oldenburg untergegangen sind. Eine tolle Vorstellung der Braunschweiger, die sich zu Recht